Dann accepte ich nochmal deinen Game-Invite. Attempting to join Game Session. Oh, ready. Lounge. Here's the setup. You'll need to be careful on your approach. Midley Rossington purchased top flight security systems and he's reinforcing them with a strong Was? Der redet einfach weiter? Ja, der redet einfach weiter. Keine Ahnung, was das war, aber... Ich schieß den Gas genau in der Mitte zwischen beide. Der eine redet weiter. Okay, alles klar. Boah, warum nicht? Bin ich eigentlich im Nahkampf noch non-lethal? Ja, gut. Was? Rocket. Dann gehe ich mal das Routerchen hacken. Wuhu! Schau ich mir so lange den Hund mal genauer an. Das liebe, liebe Wauwi, ne? Komm her, du Köter. What the hell did you do? Keine Ahnung. Wie hat mich der Hund gesehen? Du standst da und hast auf den gezielt. Bei mir standst du vor mir. Ah, okay. So, das probieren wir doch jetzt nochmal. Ja, na also. Ja, oder so. So sollte das eigentlich laufen. Schön, wenn mal was nach Plan läuft, ne? Ja, ich wollte den Lichtschalter drücken. Alles klar mit dir? Ja, die Steuerung fuckt mich nur ein bisschen ab manchmal. Kann man ja alles umbelegen. Nee, ich glaube kaum, dass ich umbelegen kann, dass er, wenn ich Leertaste drücke, das macht, was auf dem Screen steht und nicht, dass das daneben ist. Ach so, ja, ja. Für gewöhnlich tut er das, wo man hinzielt. Yay! Ich hab's drauf. Laser. Techno. Ja, ja, Strobelpop. Auf zu, auf zu. Hey, du Gesicht des Sackes. Wirb an. Elektroschock. Nö. Was? Ich hab das scheiß Geländer getroffen. Ich glaub's nicht. Ah, okay. Yep. So, alles clear. Kannst du mal kommen, ne? Nein. How about no? Oh, has this door been open? Au. Der schlägt mir die Tür ins Gesicht, sieht mich durch die Tür und was? He's right there. Nein, bin ich nicht. No, you lied. Ja, komm, ey, hör mir auf mit deinem scheiß Sniper, ey. Sleeping Gas, zack. Einmal gratis.
Dicky Schocke. Du warst kurz davor, die Tür aufzutreten. Ich meine so. Du Wahnsinniger! Das ist mir vorhin bei einem Versuch passiert. Da habe ich ständig E gedrückt und habe die Tür eingetreten. Es war nicht mehr feierlich. Ich habe mich irgendwann so über mich selber aufgeregt, weil ich ständig E statt Leertaste gedrückt habe. Oh, oh, jetzt sind sie tot. Was? Ups, ich habe sie aus Versehen getötet. Wie das? No, naja, falsches Werkzeug. Gut. Ich finde meine Route immer noch schöner hier. Ich hab's jetzt geschafft, dreimal hintereinander zielgenau die Strebe vom Geländer zu treffen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den nutzloser Marksman-Preis des Jahres gewonnen, ja, oder so. Wow, ey. Unglaublich, was für eine Scheiße mir passiert. So, das will ich doch jetzt mal ausprobieren. Aha, das hat schon besser funktioniert. Ey! Mensch! Da kommt man ja zu gar nichts. Okay, nicht versuchen, Türen mit Leertaste zu öffnen, während man im Sprintmodus ist. Während du im Sprintmodus bist, trittst du allgemein alle Türen auf. Gut. Hat aber keiner gemerkt. Das ist schön. Keiner. Jetzt das kannst du die Tür auftreten, dann kippt der um, oder? Nee. Oh, wo ist denn der zweite da hinten? Ja, oder so. No. Ja, ich wollte noch den Bonus für zwei auf einmal kriegen. So. Weiß nicht, die Tür... Soll ich das mit dem Hund diesmal wieder machen? Ja, oder wir ignorieren den Hund einfach, bis wir zwei Räume weiter sind. Und machen erstmal den Dual Breach und den Laserraum. Ja, oder wir pusten einfach die Laser weg, dann müssen wir dem Hund gar nicht begegnen. Ja, können wir auch mal machen. Alles klar. Ja, okay. Ist ja gut. Oh, falsches Werkzeug. So. Gib Ruhe, Memme. Das Problem ist, jetzt steht die Tür wieder offen. Macht nix. Muss ja nicht dahin. Sag bloß, du willst dich mit dem Hund wieder anlegen. Dammit! Ich hab's geschafft, einmal. ich hab's geschafft, einmal unter ihm durch und einmal über ihn drüber zu schießen. Du magst den Hund, kann das sein? Ja, ich liebe Hunde. Am liebsten habe ich meine Hunde süß-sauer. Bam! Headshot! Warum mache ich mir eigentlich noch die Mühe, hier unten lang zu gehen? Ich weiß auch nicht. Langsam kriege ich das Aim. Nein! Ups. Bam! Sniper One reporting in. Everything is quiet. Yep. Wisst ihr was? Da. Das da hinten geht immer noch. Der kommt da jetzt raus, ne? Ist ja drauf. Wir hätten auch vorher mal absprechen können, wer wen nimmt. Ich hätte den nochmal, auf den er gesprungen ist. Da unten waren zwei, keine Ahnung. Ja, aber das können wir mal echt machen. Wir hängen uns beide da oben hin. Einer schießt mal kurz gegen die Tür, dann kommen beide rausgerannt und wir pusten sie beide weg.
Warum genau gehst du nochmal da unten lang? Weil es Spaß macht, verfickt nochmal. Nein, 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 Ohren zu, Ohren zu. Oh, diesmal gar nicht. Ich kann auch professionell sein, ne? Was? Nee, nee, ich wollte nicht die andere Tür aufmachen, ich wollte die zumachen. Ja, danke, danke, ja, nicht von dir. Ja, das ist Doppeltüren-Chaos. So. Hallo? Interessiert den Feuchten. Also. Ja. Wahnsinn, Junge. Du bist professionell. Ich hätte jetzt auf den anderen gewartet, aber der kommt wohl nicht, oder? Nee, der kommt nicht mehr. Okay. Heute nicht. In the showroom, Grim. I'm hacking the router now. Wo geht's eigentlich hier lang? Das hab ich mich schon. Da kann man so nach unten. Ja, okay. In Anbetracht der Tatsache, dass unsere beiden verbleibenden Ziele weiter oben sind, macht das wahrscheinlich keinen Sinn. Wir können schon mal runter und gucken, wo man da so hinkommt. Hab ich mir bis jetzt nämlich auch immer gedacht und bin nie runter. Wahrscheinlich ist das nur ein alternativer Eingang hier rein von draußen irgendwo, oder? Oh, wow. Was ist das denn? Aha. Eine Kamera? Interessant. Ehrlich gesagt war ich hier noch nie. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe keine Ahnung, wo wir uns hier jetzt befinden. Ja, das, Dual das Breach. Ist die, das ist die untere Tür. Ja. Das ist die untere Tür. Ah, cool. Dual Breach, ne? Ja. Ja. Als wäre die nicht schon offen. Aber gut, brechen wir die Tür halt zweimal auf. Können wir sie nochmal? Ja, wir können sie nochmal aufbrechen. Willst du sie nochmal aufbrechen? Nee, lass mal. Lass mal stecken, Alter. Bleibt die hier auf? Nein, die hat keine Klinke. So, hier waren wir noch nicht. Ach, das ist der Aufzugsschacht, wo der Dead Drop oben drin war. Ach, da kommt man auch so hoch. Cool. Gut, dann Dual Breachen wir hier nochmal. Ja, kennen wir ja jetzt langsam. Na komm. Sniper 1 reporting in, everything's quiet. Was ist mit Sniper 2? Der wird außen vor gelassen, oder was? Schwupp. Er ist tot. So, jetzt stay away from the dog. Oh, es ist aber so ein süßes Hundi. Ich möchte es streicheln. Gib Ruhe. Der mag dich nicht. So, hier ist wieder cool, man kann hier mega die Sneaky-Aktionen abziehen, also man kann sich entweder durch diese ganzen Laser durchtimen oder man kann hier oben drüber durchs Bad hüpfen oder man macht einfach und scheiß drauf. Hey, ein Telefon. Yeah, I'm hacking. I'm the hacker number one. Uberlead Hacksaw. Genau, XX. So, ich gehe jetzt mal aufs Klo, du kannst dann nach C hochgehen, wenn du willst. Ich glaube, das klappt nicht. Schönes Bad. Scheiß Hund. Gut. Ach, der geht da hinten doch runter.
Das war jetzt vielleicht keine so eine gute Idee. Obwohl. Na, Sniper One. The guy you just wrapped up has been on Interpol's Christmas list for years. All in a day's work. Ach, ist er schon hier oben? Gut. Setting up a tap on their main comms line. The data taps are online and all systems are green. Your next move is to get out of there. Quiet or noisy? Keep it quiet and get to the dock for exfiltration. Roger that. On the move. Na dann schauen wir mal, ob wir auf den Weg zum Dock kommen. Und schon ordentlich Amok gelaufen? Nö, alles, alle Ziele erledigt. Get to the dock for exfiltration. Okay, also HVT auch. Ja, ja, ist bagged and tagged oben auf dem Dach. Also wie die den einsammeln wollen, ist ja nicht unser Problem, dass da noch Wachen rumlaufen. Hm. Ja, ich meine, hey. Ah, wie komme ich denn zu dir rüber? Naja, entweder du läufst einfach durchs Gebäude zurück. Ich meine, der Hund ist tot. Oder du gehst aufs Dach. Ja. Was? Haben Snipergewehre, also haben Scharfschützengewehre eigentlich nicht mehrere Zoom-Stufen? Nicht alle, nee. Okay. Hier ist eine scheiß Dual Breach. Was? Wo zur Hölle bist du? Bam. So. Geh einfach mal eben durchs Fenster gesprungen. Passt schon. Ich gehe einfach durch den mittleren Raum, in dem der Hund war und das riesige Flugzeug steht. Und dann zur Vordertür wieder raus. Ja, werde ich wohl machen. Mensch, Mensch, Mensch. Bam! Tür aufgebrochen. Bam! Ach, das ist geil. Es gibt so Türen, die gehen nur in eine Richtung offen. Wenn du auf der falschen Seite dahinter stehst, dann kannst du so oft dagegen treten, wie du willst, aber es ändert sich nichts. Jo, ich könnte dich jetzt mit der Sniper schön erschießen. Nee, kannst du nicht. Versuch's doch. Nee. Wir haben die Mission endlich mal geschafft, also. Wuhu! Yay!